Liebe Studierende, liebe Lehrende, liebe Lehrinteressierte, ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute die Gelegenheit erhalte, am vierten Tag der Lehre der FAU ein zeitlich zugegebenermaßen etwas schräg gelagertes Grußwort fast am Ende des Tages sprechen darf, aber ich tue es trotzdem gerne. Herr Paulsen, mein Kollege, hat Ihnen ja schon zur Eröffnung einen schönen Tag gewünscht. Ich nutze die Gelegenheit sehr gerne, vor allem weil hier jetzt an dieser Stelle all die Gruppen vertreten sind, die als Akteurinnen und Akteure für mein Vizepräsidenten-Ressort gelten. Studierende, Lehrende, Lehrinteressierte, das ist eigentlich sozusagen meine Kundschaft. Mein kurzer Vortrag hat den Titel Wissen in Bewegung, was bewegt Lehre? Und das ermöglicht mir, mich Ihnen als die für Sie zuständige Vizepräsidentin mit meinem Ressort kurz vorzustellen. Sie wissen, dass ich das Amt ja noch nicht allzu lange innehabe, also von daher kann man vielleicht nur eine Vorstellung tatsächlich machen. Und ich danke auch den Organisatorinnen und Organisatoren für diese Gelegenheit, das jetzt hier zu tun. Zunächst einmal, dass jetzt schon zum vierten Mal der Tag der Lehre stattfindet, freut mich sehr. Rückt er doch die Lehre als eine Kernaufgabe an Universitäten in den Mittelpunkt. Und ich glaube, man muss es immer wieder auch betonen, weil ganz oft eine Verkürzung auf Forschung im Blick ist, wenn wir über gute Universitäten sprechen. Und eigentlich ist es nur die Hälfte des Auftrags. Ich sehe es als sehr positiv an, dass mit dem FBZHL und dem ILI gerade zwei der zentralen Einrichtungen die Forschung und Serviceangebote für die gesamte FAU optimal verbinden, hier regelmäßig kooperieren und damit ein starkes Podium für die Lehre zur Verfügung stellen. Die Tage der Lehre haben zum Ziel, sich über gelungene Ansätze innovativer Lehre auszutauschen, einerseits unter den Akteurinnen und Akteuren der FAU innerhalb, andererseits aber auch durch Informationen über Best Practice an anderen Universitäten. Da können wir ja auch nur davon profitieren. Jedes Wintersemester findet der Tag der Lehre im Format von Vorträgen und Diskussionen statt und im Sommersemester als Praxistag der Lehre, der in kleinerer Runde Workshop-Charakter hat. Ich bedanke mich an dieser Stelle vor allem für das Engagement der Teams des ILI und des FBZHL, die im Wechsel die Federführung bei der Planung übernehmen, dieses Jahr das FBZHL als Hauptkoordinator. Bei der Wahl der Überschrift für das Programm heute habe ich mir zusammen mit meiner Referentin ein bisschen überlegt, was könnte denn ein guter Titel sein und was ist zu mir und zu meinem Ressort und zu meinem Verständnis von Lehre zu sagen. Und wir haben ein bisschen flapsig formuliert, Bildung, Lehre, Education, was denn jetzt eigentlich? So kann man es nicht nennen, aber ich weiß, dass diese Fragen auch an der FAU nach den neuen Ressortzuschnitten durchaus diskutiert werden. Vielleicht gelingt es mir in aller Kürze zu erläutern, wie ich mein Ressort verstehe und welch hohen Stellenwert ich der universitären Lehre wirklich einräume. Also kein anderes Ressort wie dieses wäre jetzt eigentlich eins gewesen, das ich gerne hätte übernehmen wollen als Vizepräsidentin. Wie Sie wissen, ich habe gehört, Herr Paulsen hat es Ihnen heute auch schon gesagt, ist das Motto unserer FAU Wissen in Bewegung. Und wir haben uns diese vier Handlungsfelder definiert, die Ihnen Herr Paulsen heute auch schon erklärt hat und die wir immer unter PERO abkürzen. Also People, Education, Research, Outreach. Wir möchten auch gern, dass diese vier Felder künftig möglichst gleichberechtigt Eingang in unsere strategischen Entscheidungen finden. Noch wichtiger als diese Felder ist es aber hin und wieder auch über anderes nachzudenken, nämlich über die Grundwerte, die für unser Handeln leitend sein sollen im Rahmen unserer strategischen Überlegungen. Das sind Innovation, Vielfalt und Leidenschaft. Ich finde, gute Lehre und gute Lehrenden tragen diese Werte naturgemäß mit sich und bringen sie zum Ausdruck. Wir alle bemühen uns um den Einsatz innovativer Methoden in der Lehre. An der FAU unterstützt dies Quiz mit viel Einsatz, das ILI, das FBZHL und Sie haben dies auf den Tagen der Lehre schon ganz gut kennenlernen können. Wir müssen auf die Vielfalt unserer Studierenden eingehen, indem wir deren Interessen, aber auch deren Ausgangs- und Problemlagen berücksichtigen und mit einem gewissen Förder- oder Unterstützungsinteresse verfolgen. Zu guter Letzt gewinnen wir unsere Studierenden vor allem aber auch durch Engagement und durch leidenschaftliches Auf- und Eintreten für die Sache, das Thema und die Studierenden. Also zumindest auf das Ressort Education treffen diese Grundwerte Innovation, Vielfalt und Leidenschaft recht gut zu und Sie als Beteiligte an diesem Ressort und an dieser Aufgabe sind diesen Werten naturgemäß verpflichtet. Mit unserer Lehre setzen wir auch naturgemäß Wissen in Bewegung.
Aber nicht nur das, was wir als reine Qualifikation oder Inhaltsdimensionen umschreiben. Das heutige Tagesprogramm zeigt sehr schön, was sonst noch alles ins Ressort Education als Erweiterung von Lehre, wie vielleicht manche anderen Vizepräsidenten an anderen Unis dann noch ihr Ressort bezeichnen. Ich sehe an dem Tagungsprogramm auch mit Freude, dass Ihre Auffassung, liebe Organisatorinnen und Organisatoren von Lehre, auch eines im erweiterten Sinn sind, ein Verständnis im erweiterten Sinn, und dass wir da, glaube ich, ganz gut deckungsgleich sind. Das freut mich sehr. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Ein Workshop von heute Morgen benennt Bildung als Aufgabe von Universitäten. Diese Auffassung teilen wir an der FAU. Erkennbar eben an der Bezeichnung des Ressorts, wenn auch mit dem englischen Begriff der Education, der meine Bildungsauffassung nicht ganz widerspiegelt. Ich beziehe mich an dieser Stelle ganz gern auf Klafki und seine Definition der Allgemeinbildung, die wir selbstverständlich auch in noch so spezialisierten Lehrveranstaltungen mitdenken müssen. Wir sollten in unserer Lehre das Ziel der Allgemeinbildung als Fähigkeit des Menschen, selbstbestimmt, kritisch, sachkompetent und solidarisch zu denken, zu handeln und sich weiterzuentwickeln, im Auge behalten. Das meint die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, Mitbestimmungsfähigkeit und Solidaritätsfähigkeit. Und das meint auch Bildung in allen Grunddimensionen menschlicher Interessen und Fähigkeiten. Sie alle berücksichtigen diese Dimension in Ihrer Lehre, wenn Sie zum Beispiel Studierenden Gelegenheit zur Partizipation und Mitbestimmung geben, wenn Sie anregen, dass die behandelten Inhalte in Bezug auf das persönliche Selbstverständnis Studierender reflektiert werden, wenn Sie Gelegenheit schaffen, um kritisches Urteilsvermögen zu wecken und zutage treten zu lassen, oder wenn Sie als Lehrpersonen Impulse ausbringen, die jenseits der Inhaltsvermittlung liegen und Haltungen Studierender beeinflussen oder zumindest provozieren. Lehre an der Hochschule hat in diesem Bildungsverständnis zum Ziel, auch die Persönlichkeit Studierender mit ihren Einstellungen zu entwickeln und zur Selbstreflexion anzuregen. Ein weiterer Workshop des heutigen Tages ist überschrieben mit dem Titel der grenzenlosen Bildung, und der thematisiert Open Education Resources an Universitäten. Dies verweist auf die Notwendigkeit, Wissen kostenfrei und frei verwendbar für alle zugänglich zu machen. Und dafür notwendig ist der Einsatz neuer Technologien und solcher Formate, die Wissen schneller, aktueller und chancengleicher verfügbar machen. In Zeiten der zunehmenden Vernetzung und der immer wichtiger werdenden Aufgabe, interdisziplinär zu agieren, zu forschen und zu diskutieren, ist es auch immer wichtiger, nicht den Anspruch zu verfolgen, jedes Mal das Rad neu erfinden zu müssen und zu wollen, sondern sich umzuschauen, die Kreativität, die auch anderswo stattfindet und sich zeigt, zu nutzen, zu kooperieren, sich sinnvoll zu ergänzen. Hier setzt direkt das Thema Open Education Resources an. Zeiten, in denen jeder nur noch so vor sich hin wurschtelt, sollten eigentlich vorbei sein und können durch diese Art auch vorbei sein. Die neue Art der Informationserstellung und Verteilung bringt im Bildungsbereich großartige Chancen mit sich, die auch die FAU ergreifen und ausbauen möchte. Zum Beispiel werden gerade erst die Gespräche zu MOOCs geführt, und wir werden gucken, wie wir dieses Format vielleicht auch ausbauen und einsetzen können. Sie sind alle hier in diesem Bereich teilweise schon aktiv, indem Sie sich durch zahlreiche VHB-Projekte vernetzen, indem Sie vernünftige, im Internet zugängliche Dinge nutzen und virtuelle Lerngelegenheiten auch zum Austausch mit anderen nutzen. Aber auch, indem Sie neue Formate entwickeln oder Lehre digital unterstützen, was wiederum Lehre flexibilisiert und damit auch der Vielfalt unserer Studierenden Rechnung trägt. Ein wesentlicher Bestandteil meines Ressorts ist, wie Sie vielleicht wissen, die Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Daher passt auch der Workshop Lehrerinnen- und Lehrerbildung im digitalen Zeitalter sehr gut zu meinem Anliegen. Die digitale Welt liefert innovative Potenziale auch für das schulische Lehren und Lernen, wodurch sich insbesondere für den Bereich Medienkompetenz veränderte Anforderungen für die heutige Lehrerinnen- und Lehrerbildung ergeben. Und wodurch die damit verbundenen Überlegungen über die reine Nutzung digitaler Unterstützung weit hinausgehen und tatsächlich digitale Bildung gemeint ist. Sie konnten im Workshop an interaktiven Stationen digitale Tools selbst ausprobieren, und gerade in diesem Zusammenhang müssen wir eben alle betrachten, wie digitale Medien Lehr- und Lernprozesse überhaupt verändern und welche Rückschlüsse dadurch für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung, aber auch für die Hochschullehre allgemein im digitalen Zeitalter zu ziehen sind.
Sowohl die universitäre als auch die schulische Lehre ist nicht mehr möglich ohne die Nutzung neuer Medien. Und sie verlangt dann aber auch Medienkompetenz von Hochschullehrerinnen und Lehrern, von Lehramtsstudierenden, von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Alle diese Zielgruppen müssen wir auch in unserer universitären Lehre betrachten und in den Blick nehmen. Und das ist eine große, spannende, zentrale Aufgabe, die aktuell besteht und zukünftig sicher noch an Stellenwert zunehmen wird. Wir werden auf diese Herausforderung reagieren, indem wir zum Beispiel mit Hilfe von Landesmitteln digitale Lehr-Lern-Labore einrichten werden, in denen Raum für Experimentieren und Lernen mit und über neue Medien bestehen wird. Und indem wir in die Unterstützung von Bemühungen zur Digitalisierung der Lehre investieren werden. Im Bereich der Lehrerbildung ist ein strategischer Schwerpunkt der Bereich digitale Bildung, der künftig auch im Lehramtsstudium einen noch stärkeren Stellenwert erhalten wird. Es ist die dezidierte Aufforderung seitens des Ministeriums ausgesprochen worden, dass verpflichtende Basisqualifikationen mit praktischen Anteilen für alle Lehramtsstudierenden in den Studienplänen und Lehrveranstaltungen verankert werden. Das wird eine Aufgabe sein, die wir jetzt in Kommunikation mit allen Beteiligten einfach demnächst angehen müssen. Schließlich schließt der vierte Workshop den Kreis zum Anfang wieder und benennt erneut explizit eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe der universitären Bildung: Erziehung und Ausbildung zum kritischen Denken. Gerade in Zeiten von Fake News, Radikalisierungstendenzen, Denunzierungsaufforderungen, dem Unvermögen des Fremdverstehens und des mangelnden Verstehens des Fremden wird kritisches Denken ein immer wichtigerer Faktor. Mein allererstes Grußwort im Amt war im Mai anlässlich des 85. Gedenktags der Bücherverbrennung auf dem Erlanger Schlossplatz, also einer wahrlich unrühmlichen Episode. Bei dieser Gelegenheit schloss ich mein Grußwort mit einem Zitat Adornos, das mir auch an dieser Stelle passend erscheint, an der Stelle, an der der Bildungsauftrag der Universität expliziert werden soll. Adorno fasst das Ziel jeder Erziehung und Bildung zusammen, und jede Bildungsbemühung kann sich dieser Forderung im Prinzip immer noch und vielleicht auch heute gerade wieder verschreiben. Er sagt, die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen, noch zu sollen. Zitat Ende. Die FAU soll also Stätte für Wissen in Bewegung sein. Und es ist abschließend zu fragen, was vermag gute Lehre in diesem Sinn eigentlich zu bewegen? Gute Lehre bewegt generiertes Wissen, gibt es also weiter. Aber darüber hinaus, mindestens ebenso wichtig, sie bewegt Menschen, gesellschaftliches Engagement einzugehen. Sie bewegt Menschen, ihren Standpunkt zu verändern oder zumindest zu überdenken. Und damit bewegt sie im besten Fall auch Gesellschaft. Gute Lehre selber wird bewegt durch gute Dozierende. Sie bringen Wissen bildungswirksam in Bewegung. Und Sie, liebe Studierende, lassen sich im besten Falle bewegen. Lassen Sie uns also alle in Bewegung bleiben und uns und andere bewegen. Und ich möchte an dieser Stelle Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement in dieser Sache danken und eben für Ihre bildungswirksame Arbeit jeden Tag hier an der Universität.